Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ja zum zweiten Teil der Aktienlust-Börsenshow und das Ganze natürlich live hier aus dem Fuldaraner Fuchsbau. Es hat sich einiges an den Märkten getan und da werde ich natürlich gleich mit Jürgen Schmidt drüber sprechen. Ja, für alle Zuschauer, die die erste Sendung nicht gesehen haben, ja, warum sind wir hier im Fuchsbau in Fulda? Natürlich erstens, weil wir hier zu Hause sind in dieser schönen Stadt. Zweitens, weil wir natürlich eine Kneipe gefunden haben, die eigentlich stillgelegt ist. Also wir haben hier auch den originalen Corona-Abstand natürlich gefunden und gewahrt. Das heißt, wir sind hier ganz intim unter uns und haben unsere Gäste, unsere Börsenspielteilnehmer dann eben per Zoom heute, wie auch in der letzten Sendung, zugeschaltet. Ja, und wie läuft die Sendung? Wir werden natürlich über die Börse sprechen, wir werden einen interessanten Gast dabei haben und dann natürlich auch unser Börsenspiel. Und zu Beginn, wie es sich hier in Fulda gehört und in einer solchen Kneipe, da stoßen wir mit einem Fuldaer Hochstift auf den heutigen Tag an. Zum Wohlsein. Ja, Gast haben wir heute auch an da. Das ist ja traditionell da, dass wir zuerst mal ein bisschen über die Märkte sprechen, über DAX und vor allen Dingen natürlich Amerika. Dann halt eben weiterschauen auf den Fear and Greed Index und dann natürlich heute mit Jens Bernecker einen versierten Börsianer begrüßen dürfen, der ein ganz besonderes Thema aufgegriffen hat. Nämlich das Thema Wasserstoff. Und das ist ja in aller Munde aktuell. Ja, Wasserstoffaktien sind gehypt. Und wer sich aus unserem Club an das Webinar mit Jens Bernecker erinnert, der weiß, dass er für diese Branche durchaus ein Faible hat. Aber das werden wir gleich im Anschluss an unseren kurzen Marktüberblick eben mit ihm persönlich besprechen. Ja, Mick, heute die Märkte, EZB-Sitzung, ja, da wurde wieder mal die kleine Bazooka, will ich mal sagen, rausgeholt. Ja, muss man sagen, Christine Lagarde scheint tatsächlich noch ein bisschen Pulver trocken zu halten. Ja, die Märkte hätten etwas mehr erwartet. Es gibt nur in Anführungszeichen 500 Milliarden an weiteren Hilfen, an Anleiheankaufprogrammen, die man aufstockt. Also eine halbe Billion, damit liegt man insgesamt aktuell bei 1,85 Billionen Euro, die man halt eben den Märkten und vor allen Dingen den Ländern und Banken zur Verfügung stellt. Ja, man hätte sich etwas mehr erwartet, deswegen auch ganz klar die Reaktion des Marktes heute sehr, sehr verhalten. Wir haben ja die ganze Woche gewartet, jetzt heute schon. Der Markt ist ja seitwärts gelaufen und hat dann im ersten Schritt auch zuerst mal, das haben wir relativ deutlich an der DAX-Tafel gesehen, 1% verloren, da ging es steil bergab, dann allerdings mal wieder leichte Erholung. Heißt, wir liegen immer noch gedeckelt etwa bei 13.300 Punkten. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Euro zusammen, ja, der natürlich als Reaktion etwas jetzt auch gestiegen ist. Und das ist etwas, was natürlich die Europäer bewegt, natürlich den Export erschwert, das muss man ganz klar sagen. Thema natürlich, das zweite Thema, was Europa bewegt, der Brexit. Ja, Ursula, unsere Uschi, hat ja den Boris jetzt besucht, ja, in London, aber so richtig viel kam da auch nicht bei raus. Nee, aber sie hat die Märkte dann auf jeden Fall beschwichtigt und hat gesagt, ja, ja, da wird es dann schon Übergangsregeln geben, vor allen Dingen natürlich für alle Beteiligten, die natürlich sich überlegen müssen, ob sie halt eben über die Grenzen kommen und für die Fischer natürlich ganz klar, ob sie denn in den Gewässern von Großbritannien dementsprechend dann auch noch ihren Fisch einholen dürfen. In den USA geht es natürlich in erster Linie nach wie vor um das Stimuluspaket. Ja, da hört man ja jeden Tag andere Wasserstandsmeldungen. Gestern ging der Markt runter, als es hieß, die sind meilenweit auseinander. Heute gab Steve Mnuchin zum Besten, ja, wir sind doch wieder näher. Also dieses Hin und Her bleibt uns wahrscheinlich genauso erhalten wie das Hin und Her um den 20. Januar. Also Donald Trump gibt immer noch nicht klein bei. Nein, er gibt nicht klein bei, er gibt nicht auf und er hat natürlich Joe Biden immer noch nicht gratuliert. Das heißt also, da können wir uns vielleicht jetzt über die Weihnachtstage oder vor allen Dingen im neuen Jahr, im Januar, dann doch noch eventuell auf weitere Szenarien einstellen. Die amerikanischen Börsen interessiert es all dieweil aber mal gar nicht. Der Dow Jones notiert nach wie vor fleißig über der Marke von 30.000 Punkten und der S&P 500 diese Woche ja sogar mit einem neuen Allzeithoch. Ja, es geht in Amerika an der Wall Street wirklich permanent bergauf, ja. Und egal, was da kommt, das hat natürlich etwas mit der Geldschwemme zu tun. Und da geben wir Ihnen ja auch heute wieder, wie in der letzten Sendung auch, mit unserem Börsenbarometer, unserer Börsenampel eine Orientierung. Und da werfen wir jetzt natürlich, wie gewohnt an dieser Stelle, zunächst einmal einen Blick auf den DAX. Ja, und beim DAX sieht es natürlich nach wie vor
so aus, dass wir nach wie vor das Allzeithoch im Visier, aber noch nicht erreicht haben. Ja, wir liegen gerade mal 350, 400 Punkte im besten Fall noch davon entfernt. Wir lagen ja seinerzeit im Hoch bei 13.796 Punkte, aber der Markt, der arbeitet sich echt mühevoll hin. Bei 13,3 scheint er mehr oder minder tatsächlich ein Deckel drauf zu liegen. Hätte also Christine Lagarde heute etwas mehr das Füllhorn aufgemacht, dann wäre das der notwendige Impuls gewesen, den DAX nochmal nach oben zu schießen. War halt eben leider nicht der Fall. Aber am Ende des Tages wird es natürlich an der Wall Street hängen, ob der DAX zum Jahresende nochmal einen Schuss nach oben macht oder nicht. Sie sehen es auch hier, wir blenden auch immer den Abstand zur 200-Tage-Linie ein. Also erstens positiv, wir bewegen uns im Aufwärtstrend oberhalb der 200-Tage-Linie und der Abstand mit 6%, der ist auch in Ordnung. Werfen wir einen Blick jetzt an die Wall Street und an den S&P 500. Ja, das ist ja nach wie vor der Leitindex in den USA, an dem sich vor allem die Fondsinvestoren eben orientieren. Und da ist die Stimmung extrem bullisch. Ja, die ist bullig, aber auch die amerikanischen Investoren und vor allen Dingen die Großen, die Fondsmanager, die haben natürlich das gleiche Thema wie die deutschen Fondsmanager auch. Wir stehen kurz vor Jahresende, heißt, man muss das Fenster nochmal schön machen, möchte natürlich keinen Kunden haben, keinen Investierten, der kommt mir, Mensch, wieso habt ihr diesen und jenen Wert, der nicht gekauft, der ist doch dieses Jahr ganz toll gelaufen. Also haben wir da natürlich auch das große Feld des sogenannten Window Dressings nochmal. Und das dürfte sicherlich auch bei dem Technologieindex beim Nasdaq der Fall sein. Wir blicken ja hier immer auf den Nasdaq 100 und hier sehen Sie natürlich neues Rekordhoch. Das hat eben gestern nicht gehalten. Da ging es ein bisschen wieder unter die Unterstützung zurück. Aber natürlich trotz allem der Abstand zur 200-Tage-Linie 16%, das ist schon ganz, ganz enorm. Und das spiegelt sich natürlich auch in einem Indikator wieder, den wir auch immer gern hier an dieser Stelle berücksichtigen, nämlich den Fear and Greed Index. Der misst ja die Stimmung nach 7 Teilindikatoren, wie die Stimmung unter den Investoren, den Anlegern an der Wall Street ist. Und da sieht es nach wie vor extrem, extrem bullisch aus. Ja, sehr bullig. Letzte Woche, vor 2 Wochen, als wir unseren ersten Teil hatten der Börsenshow, da war es sogar noch etwas bullischer, muss man dazu sagen. Also aktuell, er geht schon leicht zurück, liegt aber eigentlich immer noch ein bisschen zu hoch. Junge und ich würden darauf warten, dass er noch ein bisschen runterfällt. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Problem, wenn der Index über 80% ist, gefährlich aus der Vergangenheit. Wenn er mehrere Tage über 90-95%, da ist dann ein Überoptimismus wirklich auszumachen, wo wir dann sagen, okay, da wird es kritisch, da sollte man vielleicht mal etwas in Deckung gehen. Aktuell kann man wirklich sagen, okay, auf diesem Niveau ist die Jahresendrallye nach wie vor noch drin, nach wie vor tragbar. Zum wirklichen unbedenklichen Einstieg würden wir gerne noch ein bisschen moderatere Stimmung sehen. Aber wie gesagt, die Börsenampel, deswegen, wenn wir jetzt einen Blick auf unsere Börsenampel mal werfen, die bleibt eben auf gelb, weil 2 Indikatoren mit, die bleiben wahrscheinlich grundsätzlich auf grün, nämlich letztendlich die Fiskal- und die Geldpolitik. Ja, das alles wird uns natürlich ganz klar erhalten bleiben, weit natürlich bis ins Jahr 2021, sogar ins Jahr 2022 hinein. Das war ja heute auch ein Thema bei der Europäischen Zentralbank, bei Christine Lagarde, die halt eben ihre Programme schon weit bis ins Jahr 2022 hinein plant. Das heißt, die Nullzinsen bleiben uns sowieso für den Euroraum klar über längere Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich erhalten, aber das Thema Geldpolitik und Nachschieben, Geld drucken, nachpumpen, das wird auch die Losung 2021 auf jeden Fall sein. Also grün ist natürlich auch der Pfeil für die 200-Tage-Linie, das heißt der Aufwärtstrend oder die Aufwärtstrend an den wichtigsten Plätzen, die wir im Auge haben, die sind intakt. Aber negativ, zu bullische Stimmung, und negativ ist auch insgesamt, wenn man die 3 Indizes mal in Summe nimmt, ist der Abstand zur 200-Tage-Linie schon so hoch, dass wir sagen, okay, nicht unbedingt all in, sondern okay, man kann dabei sein, aber ein bisschen Cash-Reserve sollte man haben. Mick, das war unser kleiner Überblick über die aktuelle Marktlage. Und jetzt natürlich werden wir zu unserem Schwerpunktthema in der Sendung kommen. Und wie gesagt, das freut uns natürlich mit Jens Bernegger, dass wir den Spezialisten hier heute für die Sendung gewinnen konnten, der ja auch bei uns im Webinar schon die Leute beeindruckt hat mit seinem Wissen, was dieses Thema angeht, natürlich mit seiner Kompetenz. Und vor allen Dingen hat er in diesem Webinar eben auch
ein Plädoyer für Wasserstoff gehalten. Ja, das hat er schon, das ist ja schon eine ganze Weile her. Also umso mehr freut es uns natürlich heute, dass er bei diesem Trend geblieben ist, dass er vor allen Dingen halt eben auch vier Werte mitgebracht hat. Einen, den Jürgen und ich selber forcieren, also den wir selber schätzen, aus dem Leitindex, aus dem DAX. Und drei Werte, die jetzt nicht so jeder unbedingt auf der Uhr hat. Aber das macht es ja gerade für uns aus. Und deswegen sagen wir herzlich willkommen, Jens Bernegger. Ja, schön, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast für uns und zu diesem wirklich Thema, was wirklich aktuell viele, viele Anleger bewegst, hier ein bisschen Stellung beziehst. Woraus beziehst du deinen Optimismus zum Thema Wasserstoff? Ja, erstmal schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich auch wieder dabei sein darf. Freut mich sehr. Um gleich auf die Frage einzugehen, das ist ganz einfach zu beantworten. Dieses Thema Wasserstoff ist ja in sich eigentlich nicht neu. Wir reden ja schon seit vielen, vielen Jahren von Wasserstoff und auch einige Autohersteller wie BMW haben schon vor 20, 30 Jahren angefangen, sich mit dem Wasserstoffantrieb für die Automobile auseinanderzusetzen. Und es ist aber nichts draus geworden, weil einfach die Zeit dafür noch nicht reif gewesen ist. Und das liegt einfach daran, dass der Zeitgeist auch noch nicht offen war für Alternativen. Aber das hat sich jetzt geändert. Es hat angefangen mit Fukushima, dann ging es über Greta und jetzt eben die Corona-Krise. Und wir merken es ja an allen Ecken und Enden, Nachhaltigkeit wird jetzt groß geschrieben. Und das wird auch noch viele, viele Jahre so bleiben. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, da ein bisschen zu versuchen, das Ganze aus der Distanz zu betrachten. Es ist natürlich immer aufregend, wenn es ein neues Thema gibt, einen neuen Trend, eine neue Technologie mit extremen Horizonten, vielversprechenden Geschäftsmodellen. Und alle haben natürlich die Sorge, dass etwas verpasst wird. Und es ist ein wahnsinniges Rennen um die Gunst der Stunde. Und jeder will der Erste sein und jeder will den Markt beherrschen. Alles schön und gut. Aber wir sollten uns mal erinnern, wann wir das letzte Mal so etwas erfahren haben. Das war nämlich ungefähr vor 20 Jahren, etwas länger mit der Geburtsstunde des Internets. Und wir haben damals die Dotcom-Blase gehabt. Und all die ganzen famosen Ideen, die damals geboren worden sind, haben jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren eine entsprechende Reife und Größe erlangt. Und jetzt erst kennen wir die Gewinner, die damals ins Rennen geschickt worden sind. Und so ähnlich wird es mit Wasserstoff auch sein. Und wenn wir uns ein bisschen intensiver mit diesem Thema beschäftigen, insbesondere auf der Industrieebene, dann hören und lesen wir auch, dass das ganz große Weichen sind, die da gestellt werden. Und große Weichen brauchen Zeit. Wenn Salzgitter oder ThyssenKrupp zum Beispiel ankündigen, dass sie natürlich vorhaben, auf grünen Stahl umzuschwenken, dann reden die von Zielen in den Jahren 2040 und 2050. Und dann kann man schon ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, von was wir hier reden. Wir reden wirklich von einer neuen Ära, nämlich das Ende des fossilen Zeitalters. Und wir beginnen jetzt mit einem neuen Zeitalter und da haben wir sehr viel Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und auch sehr viele Gelegenheiten, um dann die richtigen Investitionsentscheidungen zu tätigen. Und ich plädiere dafür, man sollte sich nicht immer nur auf die schillernden Stars in der ersten Reihe konzentrieren, sondern sich umschauen und überlegen, wer wird denn wirklich nachhaltig von Wasserstoff profitieren? Wo sind die heimlichen Gewinner, die jetzt vielleicht nicht so sehr im Rampenlicht stehen? Und ich glaube, da sind die viel interessanteren und vor allen Dingen intelligenteren Chancen, als wenn wir uns jetzt auf die bunten Kandidaten stürzen, die wir jetzt alle auf dem Radar haben und wo wir jeden Tag die Kurse checken und jeden Tag uns freuen, wenn es wieder ein Stückchen nach oben geht mit irgendwelchen Meldungen. Aber da wäre ich dann ein bisschen vorsichtig. Es gibt einfach Gewinner in der zweiten und dritten Reihe. Und ich persönlich bin ja auch auf anderer Ebene in diesem Energiethema involviert. Und da kann ich berichten, dass das, was da jetzt gerade im Vordergrund gespielt wird, ist alles spannend, aber es geht immer noch um die große Frage, wo kommt eigentlich die Energie her? Denn Wasserstoff ist nur dann sinnvoll, wenn es wirklich grüner Wasserstoff ist, das wissen wir, das sagt auch die Politik. Und auf diese Frage gibt es noch keine schlüssige, griffige Antwort. Und dann lese ich diese Woche im Handelsblatt, dass es dort Abkommen gibt mit Australien, dass also Wasserstoff in Australien produziert werden soll, weil da Sonne und Wind genügend vorhanden sein soll. Und Wasserstoff soll dann mit Tankern nach Deutschland geschifft werden. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber es hört sich etwas unsinnig an. Das Gleiche gilt für irgendwelche Anlagen, die in Marokko lanciert werden, damit man den Wasserstoff dann über das Mittelmeer schifft. Das sind
unausgegorene Ideen und drücken eigentlich nur die Verzweiflung aus, dass man sagt, wir möchten alle den Wasserstoff haben, gar keine Frage, aber wo kommt die Energie her? Und Jens, wenn ich mal einlenken kann, bei der Auswahl der Aktien, die du heute dabei hast, sind ja eben diese Stars oder die ja besonders gehypt werden, sei es Nel Asa, sei es Ballard Power und so weiter, erstmal gar nicht dabei. Und ich glaube, du hast eben genau für die Zuschauer jetzt mal Aktien ausgesucht, die definitiv von diesem Trend, der kommen wird, profitieren wird, weil sie ja jetzt schon gut aufgestellt sind. Und da sind wir auch mit bei einer Aktie, die uns selber ja besonders am Herzen liegt, nämlich bei Linde. Ja, die Linde-Aktie, ja ein ruhiges, seriöses, ein schaffendes Unternehmen aus dem Leitindex, den DAX 30. Und Linde eigentlich ja eher bekannt als Industriegaseunternehmen. Aber die haben ja schon vor vielen Jahren dementsprechend auch eine kleine Tochter mit Namen Ude drin. Und die kümmert sich ja bekanntlich um den Wasserstoff. Und Jens, der Chart von Linde, der sieht ja wirklich auch stark aus. Also man konnte die Corona-Krise ja auch wirklich gut abfedern. Und natürlich wird man nicht nur jetzt von dieser Wasserstofffantasie, auch vom Industriegase-Geschäft profitieren. Aber was ist jetzt bei Linde speziell die Wasserstoffkomponente? Also Linde hat sich erstmal ganz klar strategisch zu dem Wasserstoff bekannt und sagt auch ganz klar, dass Linde einen einzigen Wachstumssektor identifiziert hat. Es geht eben um Industriegase und da ist Wasserstoff eben ganz weit vorne. Und tatsächlich ist das auch entscheidend. Also Wasserstoff ist jetzt nicht so sehr wichtig auf der Verbraucherebene. Die Frage, ob wir mit Brennstoffzellen Autos fahren werden oder nicht, ist im Moment völlig verfrüht. Das ist im Moment überhaupt nicht das Thema. Da liegt auch nicht das entscheidende Thema für das ganze Thema um Klima herum. Es geht um die Industrie. Es geht um die Frage, wie kann sich die Industrie aufstellen, sauber aufstellen. Ich hatte eben Salzgitter und ThyssenKrupp erwähnt und da spielt Linde eben auch eine Rolle, weil Linde ist eine große Größe in Industriegasen und Wasserstoff ist ein Industriegas. Und da liegt auch erst einmal der große Ansatz und da werden dann auch die großen Stellschrauben gedreht. Und Linde ist dafür bestens positioniert, weil aus deren Sicht ist es letztendlich nur eine Erweiterung des Portfolios. Natürlich sind erhebliche Investitionen nötig, das ist gar keine Frage, weil Wasserstoff ist ein besonderes Gas, das auch mit besonderer Vorsicht zu walten ist. Aber Linde hat die Infrastruktur, Linde hat das Netzwerk, Linde hat auch das Know-how. Linde ist also bestens ausgerüstet als aus deutscher Sicht, dort sich zu positionieren und das werden sie auch tun und der Markt verteilt dementsprechend natürlich auch Vorschusslorbeeren. Das ist der Grund, warum der Chart so stark ausschaut. Auch hier sollten wir nur aufpassen, dass er nicht zu stark ausschaut, denn auch Linde wird die Weiche nicht von heute auf morgen umstellen können. Das haben wir ja gerade mit den Quartalsergebnissen gesehen. Es bleibt auch nach wie vor bei den klassischen Industriegasen. Die werden noch viele Jahre bei Linde zu den Gewinnen führen. Aber der Wasserstoffanteil wird von Jahr zu Jahr größer werden. Und dieses Wechselspiel, das ist entscheidend. Wir müssen beobachten, wie der Wechsel von den einen Industriegasen zu den anderen erfolgt und in welcher Geschwindigkeit. Und da ist Linde, und der Vorstand hat das ja auch nochmal bekräftigt, ganz vorne dabei und auch mit den Amerikanern in Kooperationen. Und man sieht noch nicht viel, aber man sieht, dass es wächst. Und deswegen denke ich, dass wenn man schon international aufgestellt werden will, dann ist Linde auf jeden Fall ein Player, der da reingehört. Und das freut uns natürlich auch, dass wir dort einen deutschen DAX-Wert im Wasserstoffthema drin haben, weil so viel haben wir ja nun nicht. Und insofern ist Linde definitiv einer meiner deutschen Favoriten. Jetzt hast du natürlich auch drei Aktien heute dabei, muss ich ehrlich gestehen. Habe ich vorher nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, aber sicherlich wirst du auch mir jetzt erklären können, warum diese drei Aktien spannend sind. Ja, genau. Es sind eben Aktien, die so ein bisschen versteckt sind, weil sie nicht so schillernd sind. Es sind Aktien, die eben hauptsächlich in der Industrie tätig sind, zum Beispiel Air Products and Chemicals. Hört sich ein bisschen langweilig an, liegt daran, dass das Unternehmen schon 40 Jahre alt ist und damals war es eben üblich, eine Firma eben auch nach ihrer Tätigkeit zu benennen und nicht irgendwelche schicken Kunstnamen zu generieren. Und es handelt sich eben um ein Industrieunternehmen, welches also nicht so im Vordergrund ist, es ist nicht so präsent, aber APD, Products and Chemicals, produziert und vertreibt eben atmosphärische Gase, wie Kohlendioxid zum Karbonisieren von Limonade und Wasser, Sauerstoffgas, an Krankenhäuser, Rettungskräfte, Flüssigsauerstoff an die NASA.
Raffineriewasserstoff und verfügt auch über eine Technologie zur Herstellung von Flüssigerdgas. Also ich glaube, ihr versteht die Idee, das ist eben auch ein Spezialist, wenn es um Gase geht, und Wasserstoff ist eben auch ein Gas. Und ADP ist auch global operiert. 50 Ländern ist also extremst global aufgestellt, aber weil es eben unbekannt ist, günstig. Im Verhältnis zu den großen gehypten Playern, die wir jetzt hier jeden Tag beobachten, ist es ein günstiges Unternehmen und meines Erachtens aber bestens aufgestellt, um langfristig eben von diesem Wechsel zu profitieren. Und wenn man sich den Chartverlauf anschaut, dann sieht man auch, dass die Börse das alles schon zur Kenntnis genommen hat, aber eben auch nicht mit Hype, sondern in gemäßigten Schritten. Und ich glaube, das ist das Wichtige hier, dass wir uns jetzt nicht von diesem Hype anstecken lassen. Wir können da gerne mit dem Füßchen dabei sein und ein bisschen spielen und zocken. Aber wichtig ist, dass das Portfolio breit aufgestellt ist, nicht nur die Highflyer, sondern eben auch die Werte aus der zweiten Reihe. Und Air Products and Chemicals ist einer von diesen Kandidaten. Fantastischer Chart, was auch eigentlich für die beiden anderen Titel gilt, wie Cummins. Ja? Was steckt hinter dieser Investment-Idee? Naja gut, ich meine, es ist klar, wir reden von Wasserstoff als Antrieb in erster Linie eben auch für den Lkw-Verkehr, für Schwerlast, für Traktoren, für Bagger, also für Industriegeräte. Und das ist auch richtig, dort wird die Brennstoffzelle meines Erachtens auch erst einmal Fuß fassen können. Und dann ist es ja naheliegend, dass man sich dann auch mit der Antriebstechnik auseinandersetzt. Also Wasserstoff ist schön und gut, aber irgendwann muss das Gas ja nun auch sozusagen die PS auf die Straße bringen. Und Cummins ist schon seit vielen Jahrzehnten an der Entwicklung von Wasserstoffantrieben dabei. Die haben also auch schon vor 20, 30 Jahren, ähnlich wie BMW seinerzeit, angefangen, sich Gedanken zu machen, wie man also in Zukunft die Schwerindustrie, die großen LKWs, die Bagger, Traktoren und etc. antreiben kann. Und Cummins ist natürlich als Dieselaggregatehersteller bekannt und auch extrem erfolgreich. Und auch dort ist es eben so, dass Cummins natürlich davon profitieren wird, wenn der Wasserstoff als Treibstoff in noch breiter Front eingesetzt wird, dann ist Cummins bestens aufgestellt, um eben die Antriebstechnologie darzustellen. Und auch das zeigt die Börse. Man sieht es hier im Chart sehr schön. Ja, es ist ein bisschen volatil, aber auch hier, wenn wir mal die Corona-Crash rausrechnen, ein relativ berechenbarer Trend. Und Cummins ist eben auch ein globales Unternehmen. Und wenn es eben darum geht, die Wasserstofftechnologie auf die Straße zu bringen, dann wird meines Erachtens Cummins dort eine große Rolle spielen. Aber auch hier, Cummins wird nicht so richtig gesehen, in Amerika vielleicht schon, aber hier in Deutschland eher weniger. Und das finde ich verkehrt. Ja, und last not least haben wir ja noch einen Wert, Bloom Energy. Der steht ja nun auch nicht unbedingt so im Rampenlicht, wird so heftig beleuchtet, wie eigentlich die man momentan halt eben klar wie so kleine Säue über die Börsenstraße jagt. Genau, Bloom Energy hat ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich die haben eine Brennstoffzelle, mit der man die industriegroßen Generatoren ausstatten kann, und diese können dann auch ohne Verbrennung mit Erdgas, Biogas und Wasserstoff betrieben werden. Also es ist schon eine etwas breiter aufgestellte Technologie. Diese Geräte können auch Energie speichern und Wechsel- und Gleichstrom verteilen. Darüber hinaus ist das gesamte System von Bloom Energy skalierbar. Jede Einheit liefert ungefähr 200 bis 300 Kilowatt an Leistung und Kunden können je nach Bedarf weitere Einheiten hinzufügen. Also da sieht man die Skalierbarkeit, das modulare Denken je nach Bedarf, also sehr kunden- und marktorientiert. Und in Anbetracht der Herausforderungen, die das alternde Stromnetz insbesondere in den USA mit sich bringt und der Notwendigkeit, immer neue Industriezweige einsatzbereit zu halten, sind Backup- und unterbrechungsfreie Stromversorgung eine wettbewerbsfähige Notwendigkeit. Und je mehr Strom wir also tatsächlich jetzt einsetzen und uns vom Verbrenner verabschieden, desto wichtiger ist, dass auch Strom wirklich fließt. Und das ist hier in Deutschland vielleicht eine Selbstverständlichkeit, in vielen anderen Ländern noch nicht. Auch Tesla, wissen wir, produziert ja nicht nur Autos, sondern eben auch Batterien für Hauswände. Und das sind alles so Anzeichen, dass der Bedarf da draußen global gesehen ganz anders strukturiert ist als das, was wir hier in Deutschland haben. Und die ganzen Waldbrände in Kalifornien haben ja auch gezeigt, dass insbesondere in den Vereinigten Staaten da dringender Bedarf ist, also das ganze Netz nach vorne zu bringen. Und da ist es natürlich interessant, darüber nachzudenken, wie eben Wasserstoff und der Strom, der dort produziert werden kann, in die entsprechenden Netzwerke fließt. Also
Wir reden hier tatsächlich mit Wasserstoff nicht nur von einem Energieträger, sondern wir reden von einem Funken, der letztendlich dazu führt, dass ganze Netzwerke und ganze Landschaften, Energielandschaften neu definiert und neu aufgebaut werden. Und diese Unternehmen, die ich hier genannt habe, werden dazu beitragen, das zu tun. Und das sind sehr lange Trends, das sind keine schnellen Gewinner, das ist nicht hier der Fast Play, wo wir ganz schnell mal eben zweistellig, dreistellige Prozente gewinnen. Aber in einem langfristig ausgerichteten, wasserstofforientierten Depot gehören diese Werte einfach dazu. Jens, das waren tolle Anregungen zu diesem wirklich spannenden Thema. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, unseren Zuschauern da ein bisschen Einblick in deine Gedankenwelt zu geben und natürlich in dieses spannende Thema. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend und wir sehen uns sicherlich bald wieder mal irgendwo in einem Webinar oder vielleicht dann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, auch wieder mal auf einem Börsentag. Freue ich mich drauf. Ja, sehr gerne. Ich komme gerne dort zu euch in diese Fuchshöhle. Die Anmeldeliste ist lang, Jens, aber du sitzt ganz weit vorne drauf, ganz bestimmt. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Ja, Mick, spannendes Thema. Absolut. Und sehr schön dargestellt auch wieder. Jens schafft es ja auch dementsprechend immer, die Geschichte halt eben des Unternehmens und vor allen Dingen halt eben nach vorne zu bringen, wo der Sinn, die Sinngebung sein könnte. Und das gefällt mir immer ganz besonders gut. Und was mir eben jetzt auch gut gefallen hat, eben, ich meine, wir kennen das ja bei vielen Hype-Themen, dass wir eben einmal diese Highflyer haben, die in aller Munde sind, aber einfach auch die Ausrüster, die Schaufeln und die Pickeln herstellen und eigentlich das Geld in einem Boommarkt verdienen. Ja, und da ist ja Jens Bernecker auch jemand, der wirklich langfristig denkt und sagt, Mensch, wir brauchen da jetzt nicht zu denken, dass das in 1, 2, 3 Monaten die Aktien sind, die nach oben fliegen. Nein, da muss man Zeit mitbringen, weil halt eben der ganze Prozess halt eben Zeit dauert. Und das finde ich immer eine sehr, sehr schöne und vor allen Dingen faire Aussage. Ja, Mick, jetzt ist die Zeit gekommen für unser Börsenspiel. Und bevor wir das noch mehr erläutern, wollen wir erstmal den Trailer zu dem Börsenspiel nochmal sehen. Ja. Aktienlust live, die Börsenshow. 5 Aktien, 3 Teams, 1 Börsenspiel. Die Teilnehmer, Team 1, die Finanzdiva. Sie ist Bildkolumnistin und Bestsellerautorin. Katja Eckert alias Kate wird bei unserem Börsenspiel gemeinsam mit ihrem Financial Diva Analyst Jens Will in den Börsenspielring steigen. Team 2, Börse Online, Jens Kastner und Lars Winter. Das etablierteste und größte Anlegermagazin Deutschlands, Börse Online, zählt zu den Marktführern unter den Wirtschafts- und Finanzmagazinen. Keinen geringeren als die Chefredakteure selbst, Jens Kastner und Lars Winter, geben sich die Ehre. Team 3, Kolja Barkhorn. Sein YouTube-Channel Aktien mit Kopf ist mit 236.000 Followern der erfolgreichste Finanzkanal Deutschlands. Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Börsenspiel. Mit Kolja ist jede Menge Hochspannung garantiert. Und jetzt lasst das Spiel beginnen. Haben wir ja mit dem Spiel schon und das vor 14 Tagen, meine Damen und Herren. Da haben wir ja mal die ersten Depots dementsprechend vorgestellt. Heute geht es natürlich ganz klar weiter, um nochmal nachzufragen, ob es denn da eventuell schon Wechsel von Aktien in den Depots gegeben hat, wieso man geh- oder verkauft hat und welche neuen Werte man aufgezeigt hat. Aber zuerst einmal für alle, die erste Show verpasst haben, ganz schnell die Spielregeln, damit Ihnen die auch einigermaßen klar sind. Also wie einst bei der guten alten Dreisat-Börse ist die Zeitdauer dieses Börsenspiels auf ein halbes Jahr ausgelegt. Heißt natürlich ganz klar, das ist jetzt keine Langfriststrategie. Unsere Börsenspielteilnehmer zeigen natürlich ein bisschen ihre Favoriten, wie sie Aktien auswählen und wie man natürlich auch versucht, auf die kurze Zeit den ein oder anderen Trend zu erfassen. Halbes Jahr, 10.000 Euro Startgeld. Ja, und einmal in der Woche darf man Veränderungen vornehmen. Ja, darf man kaufen oder halt eben verkaufen einmal die Woche. Und das zeigen wir Ihnen natürlich dementsprechend auch an. Also alle, die sich unter der Aktienlust anmelden, können das dann dementsprechend frühzeitig auch schon nachlesen. Und Voraussetzung ist ein Börsenwert von mindestens 100 Milliarden Euro. Das dient natürlich auch der Sicherheit der Zuschauer, die Depots eben nachvollziehen wollen.
Wie gesagt, unter dem Video gibt es den Link zu dem Börsenspiel, zu den aktuellen Depots, können sich das dann alles auch nochmal runterladen mit Veränderungen und so weiter. Kleines E-Book sollten Sie auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, das ist eine Voraussetzung. Einmal in der Woche darf man ändern. Und das hat unser erster Börsenspielteilnehmer heute auch getan, nämlich Börse Online. Und da begrüßen wir Lars Winter und Jens Kastner. Und Mick, toller Start in das Börsenspiel. Muss man sagen, aktuell schon plus 8% draufgesattelt, das kann sich sehen lassen. Ja, absolut, wenn man überlegt, und das in 14 Tagen. Also, meine Herren, darf man schon mal kleine Gratulation aussprechen, obwohl mir ja mal ein großer Börsianer gesagt hat, das Fell des Bären wird erst dann verteilt, wenn der Bär auch tot ist. Zunächst mal vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe, ich bin klar und deutlich zu verstehen, denn vorhin gab es ja Tonprobleme. Und angeblich sei auch ich schuld an irgendwelchen Hall-Effekten gewesen. Also ich habe es leider, ich habe nichts verändert, aber wenn es jetzt gut ist, dann bin ich ja zufrieden. Ja, ja, vielen Dank nochmal, das mit den 8%. Das war natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Zufall. Unsere Anlagestrategie war eigentlich ein bisschen längerfristig ausgelegt, aber ich weiß nicht, ob jetzt durch die Sendung oder aus welchen Gründen sind auch ein paar andere Börsendienste, zum Beispiel auf Technotrans, aufmerksam geworden und haben sich dann Verkaufempfehlungen überschlagen. Die Aktie hat dann unser Kursziel eigentlich nahezu erreicht gehabt, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass wir hier visionäre Fähigkeiten hätten, sondern wir hatten schon ein Kursziel von 29,30 €. Auf Sicht von einem halben Jahr. Jetzt hat es sich halt innerhalb von 2 Wochen erfüllt. Wir haben uns deswegen auch von dem Wert verabschiedet. Leider nicht gerade zum Höchstkurs, sondern es ist ein bisschen zurückgekommen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Also wir haben noch ein bisschen was über 11% Gewinn eingefahren. Das ist ja nicht schlecht für 14 Tage. Und wir mussten halt einen Wert auch verkaufen, weil wir auf 2 neue aufmerksam geworden sind. Ich stelle jetzt den ersten davon vor, weil ich in meiner Jugend einigermaßen leidlich Schach gespielt habe. Und deswegen ist uns aufgefallen, die Play Magnus Group. Das ist das Internetportal, wenn man so will, von Schachweltmeister Magnus Carlsen. Er ist aber selber nur noch zu 10% beteiligt. Und das Unternehmen hat kräftig zugekauft im Laufe der Zeit. Also Chessable und Chess24 gehören beide dazu. Das sind auch beides Schachportale. Man kann dort zum Beispiel Turniere, die ja im Moment wegen Corona ausschließlich online stattfinden, weil sich die Leute ja nicht am Brett gegenüber sitzen dürfen, anschauen. Und wenn man dann ein bisschen was zahlt, kriegt man auch noch die Kommentare von den Großmeistern in Echtzeit dazu. Also anschauen ist umsonst, aber die fachkundigen Kommentare kosten halt ein bisschen was, einen monatlichen Obolus. Es geht auch so weit, dass man gegen einen Computer antreten kann, der drauf programmiert ist, wie Magnus Carlsen in seiner Kindheit gespielt hat, mit 5, mit 10, mit 15, mit 20 oder eben auch auf seiner jetzigen Spielstärke. Und man kann auch gegen ihn selber antreten. Das Ganze ist, muss ich jetzt dazu sagen, also was die Umsätze anbelangt im abgelaufenen Quartal, im dritten Quartal, waren es gerade mal 2 Millionen €. $2 Millionen bei nahezu $3 Millionen Verlust. Also es ist reines Venture-Kapital, es ist ein Start-up-Unternehmen, hat aber eben die besondere Story, dass im Moment die Netflix-Serie Das Damengambit läuft und die Massen regelrecht elektrisiert. Also alle Welt will plötzlich Schach spielen lernen und deswegen gehen wir davon aus, dass der Kundenzuwachs, der ohnehin schon so um die 100% ist von Quartal zu Quartal, also immer im Vergleich zum Vorjahr, jetzt noch etwas anziehen wird und dass diese positiven News sich dann im Kurs irgendwann niederschlagen werden. Also Jens, wie gesagt, seriös zu bewerten ist es nicht und wir hätten es uns auch nicht getraut, wenn wir jetzt nicht zufällig mit Technotrans und mit der Abo Wind so weit vorne lägen. Ja. Jens, muss ich dazu sagen? Dann, da übergebe ich jetzt aber dann an den Kollegen Lars Winter, denn das ist ein Reizthema für mich. Haben wir noch einen weiteren Wert aufgenommen und mussten dazu meine heißgeliebte IBM verkaufen.
Ich war strikt dagegen, aber er hat mich schlussendlich überzeugt, weil er der Meinung ist, dass die kürzlich an der Börse gestartete Fashionette einfach noch mehr Kurspotenzial hat, und kurzfristig gesehen hat er da wahrscheinlich recht. Dann übergebe ich jetzt an Lars und verabschiede mich für heute. Vielen Dank. Bevor wir jetzt Lars einschalten, muss ich dazu sagen, das Damen-Gambit habe ich selbst gesehen auf Netflix. Wirklich ein toller Film und muss wirklich ein Reisender oder ein richtiger Straßenreiser sein in den USA, der die Leute wirklich in den Bann zieht. Deswegen, tolle Story. Aber Lars, du bist ja das erste Mal heute dabei. Freut mich, dich zu sehen. Und ja, du hast dir ja die Fashionette ausgesucht. Was steckt da dahinter? Ja, guten Abend in die Runde. Hallo nach Fulda. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und meinen Kollegen Jens Kastner hier fleißig unterstützen kann heute mal. Ja, wir haben die Fashionette aufgenommen. Das ist eine relativ neue Aktie und haben uns dafür von IBM getrennt. Das ist der Jens Binz schon im Hintergrund. Wir mussten uns ja von einem Wert verabschieden, die IBM. Ich bin auch davon überzeugt, dass das mittel- bis langfristig eine solide Aktie ist, mit der man auch gut schlafen kann und die auch nach wie vor in jedem Depot bleiben kann. Und wir müssen ja in diesem Börsenspiel ein bisschen Action auch reinbringen. Und wir wollten auch möglichst viele Werte hier in der Zeit vorstellen. Und wir haben uns jetzt mal wieder für einen kleinen Nebenwert entschieden, Fashionette, und haben dafür die IBM geopfert, weil die etwas träger unterwegs ist. Die kann sicherlich auf Sicht von einem Jahr oder einem halben Jahr vielleicht auch 20-30% mal machen. Aber eine Fashionette, wenn es gut läuft, die kann sich eben auch mal verdoppeln in der Zeit. Und ja, deswegen haben wir halt die IBM jetzt mal ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt und jetzt mal die Fashionette aufgenommen. Ja, was ist Fashionette überhaupt? Das ist ein Internetportal, unter dem gleichen Namen auch erreichbar, fashionette.de. Das ist ein Internetportal für Premium- und Luxusmode. Das Produktsegment richtet sich vor allem an das weibliche Geschlecht. Es kann dort erworben werden Modeaccessoires, Sonnenbrillen, Handtaschen, Schuhe, Schmuck, Uhren, also alles, was auch das weibliche Geschlecht so begehrt. Und ja, jetzt ist ja kurz vor Weihnachten und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich eine gute Zeit, um gerade auf so ein Portal nochmal zu kommen. Dort wird natürlich jetzt besonders viel geshoppt kurz vor Weihnachten. Und ja, E-Commerce insgesamt in Corona-Zeiten boomt. Viele Unternehmen aus der Branche sind auch an der Börse kräftig abgegangen in den letzten Monaten. Und Fashionette ist seit Oktober erst an der Börse, ist im Scale notiert, einem kleinen Nebenwertesegment, und ist seither eigentlich noch gar nicht richtig entdeckt worden und auch noch gar nicht richtig gelaufen. Die Aktie wurde so um die 31, zu 31 emittiert. Der aktuelle Kurs liegt so um die 31, 32, also um das Emissionsniveau, und hat also noch gar nicht richtig performt an der Börse. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Aktien in einem Segment notiert, das relativ unbekannt ist, Scale. Dort sind wirklich viele kleine Unternehmen nur notiert. Der Börsenwert von Fashionette liegt so bei 200 Millionen Euro. Und der Emissionserlös, den das Unternehmen durch den Börsengang jetzt eingespielt hat, der lag so bei rund 38 Millionen Euro, also das Geld, was dem Unternehmen tatsächlich auch zugeflossen ist. Und ja, dieses Geld soll jetzt auch in Wachstum investiert werden, es soll zugekauft werden. Bislang ist Fashionette vor allem in der DACH-Region, also in Deutschland, Österreich und in der Schweiz aktiv. Das soll ins europäische Umland noch erweitert werden, also das könnte über Übernahmen geschehen. Da wird also demnächst auch auf der Nachrichtenseite einiges passieren, denke ich. Also gute News werden da anstehen. Ja, dann soll durch diese Zukäufe auch das Sortiment noch erweitert werden um eine Parfümsparte und Kosmetik. Also das sind ja auch Artikel, die ja gerade im Internet, im E-Commerce auch boomen. Also da könnte sich das Unternehmen auch durchaus noch gut verstärken. Ja, und das operative Geschäft läuft eigentlich entgegengesetzt zur Aktienentwicklung. Es läuft nämlich sehr gut. Der Umsatz ist zuletzt so 20-30% gestiegen. Das Unternehmen wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr insgesamt so um 20-30% wachsen.
Das bedeutet, dass so 2020 ein Umsatz in der Größenordnung so zwischen 80 und 90 Millionen am Ende in den Büchern stehen wird. Letztes Jahr war die operative Marge, also die EBITDA-Marge, lag bei über 9%. Das ist für einen reinen Internethändler wirklich erstaunlich gut. Ob es dieses Jahr in die gleiche Größenordnung gehen wird, ist jetzt nicht ganz so abschätzbar. Es ist natürlich auch noch wenig Zahlenmaterial da, was man da vergleichen kann. Ich gehe mal davon aus, dass die Margen etwas niedriger sind, aber nach wie vor hoch bleiben im Vergleich zur Konkurrenz. Ja, und deutlich gewachsen ist in den letzten Wochen, Monaten auch der Kundenstamm. Fashionette hat zuletzt 90% Wachstum da vermeldet. Wenn sich das so auch in den nächsten Quartalen fortsetzt, dürfte eigentlich auch die Aktie deutlich anziehen. Und man muss sagen, also das Unternehmen gibt es seit 2008. Seit 2013 verdient das Unternehmen auch tatsächlich unterm Strich Geld. Das ist jetzt noch nicht viel, was da unterm Strich hängen bleibt, aber sie sind profitabel. Und gerade so im E-Commerce-Bereich ist das ja durchaus schon eine Seltenheit im Moment. Und von daher ist das durchaus beachtlich. Wir gehen schon davon aus, dass die Aktie noch ein bisschen Potenzial hat. Und gerade wenn man sich jetzt mal so anschaut, der aktuelle Börsenwert, der liegt so zum halben Umsatz wird die Aktie, der Börsenwert ist im Moment 200 Millionen und das ist ungefähr zweimal den Umsatz, so rum. Das ist noch nicht überteuert und wir gehen einfach davon aus, dass da noch Potenzial zu holen ist und deswegen haben wir die Aktie jetzt mal aufgenommen. Ja, danke für deine Ausführung, lieber Lars. Interessanter Wert. Wir wünschen euch natürlich mit den Depotänderungen viel Glück in dieser Woche oder auch den nächsten Wochen. Ja, Mick, muss man sagen, Fashionette ist schon ein spannendes Titel. Natürlich Corona-Profiteur. Weihnachtsgeschenke, was will man machen? Man kommt am Internethandel ja nicht vorbei. Nein, wir haben es ja gesehen bei Zalando auf jeden Fall. Die haben ja mal ganz schnell jetzt 1 Million Neukunden gewonnen, hatten eine ganz, ganz tolle Black Friday, Cyber Monday Woche und da wird ja auch sehr, sehr viel an Luxus verkauft. Ja, der Kollege hat vollkommen recht, ich habe die Aktie auch schon ein bisschen näher betrachtet. Ja, auf dem Scale-Segment, da liegt leider nicht so unbedingt der Hotspot drauf, als der Börsengang war. Die kamen zu 31, sind da zuerst mal abgesoffen auf 28,75. Notieren gerade mal über dem Börsenpreis bei gerade heute 32 Euro. Aber, hat vollkommen recht, da ist natürlich einiges an Musik dran, vor allen Dingen jetzt mit dem Weihnachtsgeschäft und vor allen Dingen halt eben auch in der Zukunft, wo viel online geshoppt wird. Ja, schauen wir mal, finde ich sehr, sehr interessant die Aufnahme, von daher werde ich die ganz besonders beäugeln. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Börsenspielteilnehmer heute, nämlich Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf. Wir wissen nicht, wo er stecken geblieben ist. Also er ist irgendwie heute verschollen. Wir wissen wirklich nicht, was da ist, ob da irgendwelche Probleme. Wir wünschen ihm natürlich, dass alles gut ist. Ja, normalerweise zuverlässig, aber irgendwie, wir haben ihn nicht erreichen können. Also wir drücken die Daumen, dass alles gut läuft. Wir werden natürlich nachliefern, warum es heute gehabert hat oder warum er heute nicht dabei ist. Aber wie gesagt, er hat keine Veränderungen in seinem Depot vorgenommen. Ja, und sein Depot, muss man ganz klar sagen, leidet ein bisschen unter dem starken Euro, weil natürlich wir handeln unsere Depots auf Euro-Basis und da sind die Dollarwerte natürlich ein bisschen belastet. Ja, die kommen natürlich ganz klar unter die Räder, was wir auch eingangs schon angesprochen haben, Jürgen und ich, der Euro zum Dollar aktuell bei 1,21. Das sehen wir aber generell für die Werte halt eben zum Teil so als ein bisschen ein Bremsklotz. Muss man mal schauen, wie da weiter verfahren wird. Aktuell hat ja Christine Lagarde zu dem Thema noch nichts gesagt. Ja, von seinem Depot werden. Square ist ja auch ein Favorit von uns. Ja, heute ist das im Kurs noch nicht drin, ist heute eigentlich wieder angezogen, Zahlungsdienstleister. Ja, sehr, sehr spannend. Ein Titel, den ich wirklich spannend finde, ist 11-Bit Studios. Ich habe diese Woche, ich wollte das gar nicht so richtig glauben, wirklich einen Beitrag gesehen über den polnischen Gaming-Markt. Da entsteht ja wirklich was. Ja, jetzt die Tage Cyberpunk, ja, auf den Markt gekommen, eingeschlagen wie eine Rakete von einem anderen polnischen Studio. Aber da könnte die Reise hingehen. Ja, absolut. Das Thema Spiele haben wir ja gerade eben auch gehört, wenn es um Schach geht, respektive halt eben die Spiele für die
die jungen Leute, da ist natürlich ordentlich Musik drin. Und ich habe mich diese Woche auch ganz massiv belehren lassen müssen, weil ich immer dachte, naja, die Spiele-Community so 18 bis 28, 30. Nein, nein, der Mainstream in den Spielen ist tatsächlich 36 bis nach oben vom Alter offen. Da geht es natürlich auch klar teilweise ums Geld, nicht nur ums Spiel zu kaufen, sondern um in den Spielen. Denken wir an Fortnite, denken wir an World of Warcraft, halt eben sich Waffen zu kaufen und, um das Spiel weiter bestreiten zu können. Also jede Menge Musik drin. Nicht nur bei diesen Spielen, selbst beim guten alten FIFA-Fußball. Ja, okay. Da muss man heute irgendwie Geld nehmen, damit der Neymar ein Ticken besser ist als der normale Neymar. Also, ja, dann ist man dann beim Zocken da auch erfolgreicher. Also das ist wirklich ein Megamarkt. Und natürlich jetzt auch eben in dieser Corona-Zeit, da wird auch der ein oder andere Ältere her mal sich an die Konsole setzen und das ein oder andere Spiel spielen. Also insgesamt sehen wir hier natürlich noch sehr viel Luft nach oben. Also ich denke, dass Kolja vielleicht noch eine Videobotschaft dann mal anfertigen wird, die wir nachreichen, dann bei uns auf Aktielust TV, wenn er selbst dann zu seinem Depot werden noch etwas sagen will. Ja, kommen wir dann zu unserem dritten Spielteilnehmer, nämlich die Finanzdiva oder das Team der Finanzdiva. Und die haben schon die letzte Woche genutzt, man darf ja auch zwischen den Sendungen nutzen, einen Austausch im Depot vorzunehmen. Das geben wir dann in unserem Begleitblog Aktienlust Kompakt bekannt. Wie gesagt, können Sie kostenlos beziehen, sollten Sie kostenlos beziehen. Denn da wurde bekannt gegeben, dass die Finanzdiva Dr. Höhne gekauft haben. Und wir begrüßen Katja Eckert. Ja, wie kam es dazu, Dr. Höhne zu kaufen? Dieser Teil geht jetzt an den Jens. Weil der Jens, Jens dich wieder überredet. Warum wir Dr. Höhne gekauft haben? Ja. Ja, ich wollte unbedingt einen Akademiker im Depot haben. Okay. Nein, wir spielen ja hier ein Börsenspiel und nicht Mikado. Hm. Und deswegen ganz klar, müssen wir hin und wieder ein bisschen durchtauschen, sonst bricht da Langeweile aus. Die Geschichte von Becton Dickinson ist nicht zu Ende erzählt. Also ich bin weiterhin, die müssten mir im Wirklichleben aus den kalten Fingern reißen, die Aktie. Da war letzte Woche eine neue Meldung, dass Becton Dickinson jetzt für 1,2 Milliarden eine Fabrik eröffnet für Einwegspritzen. Da kann man, glaube ich, 2 und 2 zusammenzählen, was da der Plan ist. Wir reden da vom Jahr 2023, wenn die Fabrik ans Netz gehen soll. Also Corona an sich wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Vielleicht kommen die Mundschutzdinger bald weg, aber dieser Impfstoff muss in eine Spritze aufgezogen werden und das wird die Geschichte der nächsten 5 bis 10 Jahre sein. Also wir werden uns künftig pro Jahr impfen lassen müssen und deswegen baut Becton Dickinson da schon ganz groß auf. Aber wie gesagt, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, aber für uns im Börsenspiel endet sie. Und wir wollten die UV-Geschichte mal ins Spiel bringen. Dr. Höhne ist eigentlich eine sehr langweilige Aktie. Also UV-Spezialist, das klingt so nach Sonnenbank oder nach Sonnenbrand vielleicht. Aber Höhne schafft es eben immer wieder aus der UV-Geschichte was Neues zu kreieren. Also man ist da sehr, sehr kreativ. Man hat angefangen 2002 mit Drucktrocknung bei Börsengang. Da ging es darum, dass man Offset-Druckerzeugnisse schneller trocknen lassen wollte. Und das war wie allgemein Druckthemen das ein übersichtliches Geschäft. Und ist dann eingestiegen in den Bereich Klebstoffe. Und heutzutage wird kein Handy ausgeliefert, wo nicht Dr. Höhne 2, 3 Klebstoffkleckse reingebatzt hat. Ja? Der Klebstoff an sich ist ein Verbrauchsgegenstand. Da ist Höhne quasi im ständigen Flow an Ersatzlieferungen. Und dann ist der Klebstoff mit UV-Lampen von Höhne getrocknet. Das ist eine Technik, die ist jetzt nicht kein Druckgraben dahinter. Aber man muss erstmal den Fuß in die Tür reinkriegen. Und da ist Dr. Höhne eben drin gewesen. Deswegen ist Dr. Höhne einer der wenigen Ten-Bagger in meinem Depot. Also ich hatte mit Höhne schon eine lange Geschichte und schon viel Freude gehabt. Die Geschichte der Handyklebstoff ist vielleicht schon ein bisschen zu Ende erzählt, aber es kommen eben neue Geschichten nach bei Höhne jetzt. Aber bei Dr. Höhne bist du ja so bullisch, da haben wir ja bei Zeiten schon mal gehört, dass du der Meinung bist, das könnte schon fast ein Ten-Bagger, ein Verzehnfacher werden. Den Tenberger habe ich ja bereits eingefahren, aber das ist eine Weile jetzt gelaufen. Was diesen Sommer, okay, Höhne wurde diesen Sommer echt verprügelt. Also Corona kam für Höhne auch am falschen Fuß.
Dazu kam noch, dass Höhnle aus dem SDAX rausgeworfen wurde kürzlich. Das sehe ich aber deswegen entspannt, weil man hat bei Höhnle eben einen neuen Weg eingeschlagen. Man hat sich in Österreich eingekauft bei der Steril Systems und man ist jetzt ein Hersteller für Luftentkeimungsanlagen geworden dadurch. Ich glaube, es war Anton Hofreiter, der letztens gesagt hat, er möchte die deutschen Schulen mit mit Luftreinigungssystemen ausstatten für 500 Millionen Euro. 500 Millionen, das ist der fünffache Jahresumsatz von Höhnle. Da sehen wir mal, wie groß dieses Potenzial ist. Und da reden wir von Schulen. Da reden wir noch nicht von Hotels, von Firmengebäuden, von was weiß ich. Also der Corona-Hype, der jetzt ausbrechen wird in der Nachrüstung dieser Geräte, es wird eine große Welle werden. Und da ist Höhnle positioniert. Und wenn Corona durch ist, dann ist für mich der wesentlich größere Trend, weswegen ich auch auf DuPont verwiesen habe, Trinkwasser. Um Trinkwasser aufzubereiten, brauchen wir eine Entsalzungsmembran, wir brauchen eventuell eine Ultrafiltration und ganz wichtig, wir brauchen eine Entkeimung. Und mit UV-Lampen von Dr. Höhnle lassen sich bereits jetzt große Mengen Trinkwasser entkeimen. Sprich, die DNA der Bakterien und Viren wird durch das UV-Licht zerstört. Wir können somit aus verkeimtem, verseuchtem Wasser Trinkwasser machen. Und da muss ich, glaube ich, keinem erzählen, was das für ein Bereich ist. Wenn man jetzt mal die Bewertung von einer Xylem oder einer Ecolab anschaut und dagegen die KGV von einer Höhnle dagegen hält, da kommt ganz unverfroren für mich dieses 10-Bagger-Potenzial eventuell her. Ich rede da nicht vom nächsten Sommer und auch nicht vom nächsten Frühling, sondern ich rede von der Langfrist. Höhnle tut sich immer wieder schwer, ist auch winzig klein im Vergleich zu einer Xylem, aber in meinen Augen ein ungeschliffener Rohdiamant. Und diese Aktie wollte ich einfach mal im Rahmen dieses Börsenspiels vorstellen. Schöne Vorstellung, herzlichen Dank dafür. Womit wir fast schon umschalten, nämlich zu unserer Katja, weil die war ja maßgeblich jetzt dafür, einen anderen Wert aufzunehmen und einen bestehenden ein wenig zu reduzieren. Fangen wir zuerst bei der Reduzierung an. Ich habe immer noch deinen sehr, sehr überschäumlichen, überschwänglichen, ja enthusiastischen Kommentar im Kopf, als du über Coty gesprochen hast. Coty ja ganz klar im Bereich Haare, Haarpflege und unterwegs. Hast du aber trotzdem hinreißen lassen, ein wenig was zu verkaufen. Ja, Coty haben wir uns noch lange nicht abgeschminkt. Die Kosmetikfirma ist sehr begehrt bei vielen Insidern, also Manager kaufen Aktien zu und vor allem Investmentgurus wie zum Beispiel Johannes Huth von KKR oder auch der Vermögensverwalter der Familie Reimann, Peter Haaf, hat sich jetzt eingedeckt mit um die 150 Millionen US-Dollar, hat er seinen Bestand aufgestockt. Das heißt, die glauben an den Wert und wir haben jetzt noch fast 6 Monate Zeit. Das heißt, wir haben die Ruhe weg. Aber da sich die Zuschauer schnell langweilen, habe ich gedacht, ich schaue mich doch jetzt mal in anderen Ländern um, zum Beispiel in China. Und was wäre ein Börsenspiel oder eine Zockeraktie? Und in China wird richtig gerne und viel gezockt. Streaming und Videoplattformen boomen. Es gibt sehr, sehr große Konkurrenz und die buhlen alle um die Aufmerksamkeit der Generation Z. Und da habe ich die Bilibili gefunden, Abkürzung Billy, wie das IKEA-Regal. Und ich fand die ganz interessant, weil sie ist nicht der Größte. Die Größten sind natürlich Tencent und Equity. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was ich cool finde und wo ich das Potenzial sehe, Bilibili erreicht sehr, sehr viele junge Leute der Generation Z. Und die Userzahlen steigen täglich und deswegen ist Sony, Tencent sowie Alibaba eingestiegen als Investoren, haben sich fast insgesamt zusammen 20% geschnappt. Und dadurch hat Bilibili Zugang zu Top Content, zum Beispiel Gaming oder Videos im Film- oder Serienbereich oder Musikgeschäft und auch E-Commerce durch Alibaba bauen die aus. Das heißt, ich habe mal geschaut, bei Alexa.com findet man die beliebtesten Internetseiten der Welt und da ist Bilibili auf Platz 64 weltweit und in China auf Platz 17. Der Chart ist schon steil. 55% in einem Monat gelaufen, in einem Jahr 300%, aus dem Kopf jetzt. Und ich denke, ja, China
boomt, genau wie USA. Das sind die Zukunft. Und deswegen ist es sehr spannend, was Billy B uns in dem Börsenspiel jetzt beschert. Katja, muss ich dir gratulieren. Gute Wahl. Witzigerweise habe ich Billy dieses Jahr in meinem Zockerdepot gehabt. Ja, sehr erfolgreich, aber ich bin auch der Meinung, da ist noch einiges drin. Und übrigens habe ich mich persönlich mal belehren lassen, weil ich auch mal iQuiggy gesagt habe. Man spricht es angeblich offiziell IGE aus. IQG. Aber der Aktienkurs ist so enttäuschend, dass ich es mir gar nicht nachgeschlagen habe, wie man das ausspricht. Da gebe ich dir recht, absolut recht. Die IGG wieder interessant. Ja. Vielen Dank, liebe Katja. Ja, auch euer Depot, toller Start, 3% plus. Ja, da kann es weiter bergauf gehen. Ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Änderungen und die nächsten Sendungen. Natürlich nächste Woche sehen wir uns ja wieder. Also wir machen ja natürlich nicht an Heiligabend die nächste Sendung, sondern schon in einer Woche. Und vielleicht tut sich bis dahin ja etwas. Also vielen Dank, liebe Katja, lieber Jens, für eure Ausführungen. Toi, toi, toi. Aber man kann relativ schön sehen, dass in den Teams nicht einer entscheidet, sondern jeder jeweils seinen Part dazu bringt. Das sehen wir bei Börse Online genauso wie im Team Finanzdiva. Da hat der Jens Will dann letztlich auch noch ein kleines Dr. Hühnle-Wörtchen mitzureden. Sehr, sehr schön. Ganz klasse. Herzlichen Dank, die Damen und Herren. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal der Hinweis, die Änderung oder die aktuellen Depots gibt es in unserem kleinen E-Book. Unter dem Video auf unserem YouTube-Channel einfach anklicken und dann kommt man dann zu den Spielregeln nochmal komplett und natürlich zu den aktuellen Depotübersichten. Ja, das war's vom Börsenspiel, aber eine haben wir noch vergessen. Eine, die dürfen wir gar nicht vergessen, das dürfen wir gar nicht zu laut sagen. Eine, die nämlich jetzt schon eine ganze Zeit lang Nikoläusin oder Weihnachtsengel spielt, die einen wirklich tollen Weihnachtskalender, den aktienlust.tv Weihnachtskalender aufgelegt hat, immer wieder anruft und sagt, du musst da noch ein Geschenk besorgen, du musst da noch was machen und ich kümmere mich darum. Ja, macht sie ganz klasse, hat sie wirklich unseren herzlichen Applaus verdient. Unsere Nicole ist bei uns. Ja, danke lieber Mick. Hallo Jürgen für die nette Ankündigung. Hallo liebe Aktienlust-Zuschauer. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Absolut. Und Nicole, du warst ja im Chat jetzt dabei und genau. Du hast ja bestimmt ein bisschen da die Stimmen eingefangen. Ja, was war da los? Was hat die Leute am meisten interessiert? Genau, erstmal danke fürs fleißige Fragen schreiben. Ich habe das Ganze so ein bisschen eingeteilt in allgemeine Fragen und dann zum Jens Bernecker noch ein paar Fragen und zu den Teilnehmern von Börsenspiel. Eine Frage zum Thema allgemein habe ich mir rausgepickt und zwar möchte der Carsten wissen, was haltet ihr denn von Disney Plus? 75 Millionen User seit diesem Jahr. Da kann Netflix nur staunen. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Walt Disney die Aktie jetzt auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, mitten in der Corona-Pandemie, obwohl ja die Themenparks, die Tourismussparte, da geht ja gar nichts, die Kinos sind zu. Ja. Also da muss Disney Plus schon eine Rolle spielen. Ja, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn man dann hört, dass 32.000 Mitarbeiter weltweit entlassen worden sind, gerade weil die Parks halt eben alle zu haben. Ja, hat natürlich Walt Disney aber trotzdem in seinem alten Filmfundus natürlich so viel gute Filme, vor allen Dingen, wenn es halt eben um die Verfilmung der Marvel-Comics geht, da ist natürlich Disney ganz, ganz klar Marktführer drin und da kann ich mir auch vorstellen, dass viele sagen, den Disney Plus, den abonniere ich mal. Ja, dann zum Thema Wasserstoff fand ich ein ganz toller Vortrag von dem Jens Bernecker und da habe ich eine Frage rausgepickt von dem Jens. Ihr habt ja gesprochen über Linde. Er fragt, was ist denn mit RWE los? Ein Lob nach dem anderen und kommt nicht so richtig hoch. Was meint ihr? Ja, also erstens natürlich wieder Jens. Also heute Jens ist in der Sendung. Ja, ganz gewaltig und auch im Chat. Ja, also RWE, also wie gesagt, die Wasserstoffsparte ist da jetzt nicht so relevant. Aber natürlich das Thema Energiewende. Man setzt ja auf Ökostrom demnächst und natürlich die E-Mobilität kommt. Also der Strombedarf, der wird ja hierzulande nicht weniger, der wird ja eher mehr werden. Und ich finde, die Aktie hat ja in diesem Jahr schon eine tolle Entwicklung hinter sich. Da ist auch mal eine Atempause verdient. Aber per se bleiben wir da sehr, sehr bullisch. Absolut, absolut. Ich muss sagen, bei RWE setze ich eher auf Energie anstatt auf Wasserstoff. Das ist halt eben so.
Dann der Christian Pascalli möchte noch wissen oder sagt, leider ist Herr Bernecker nicht auf das Wasserstoffzertifikat eingegangen, welches Herr Michels vom Tennberger empfiehlt. Da wäre das Risiko etwas geringer. Vielleicht kann Nicole etwas dazu sagen, beziehungsweise ihr. Ja, also wie gesagt, wir werden ja auch morgen noch mal ein Video ausführlicher drehen zu weiteren Fragen. Dann kann ich den Cliff gern mal fragen zu dem Wasserstoffzertifikat. Da habe ich bis morgen dann auch ein paar Infos dazu, bestimmt für die Zuschauer dann parat. Meinst du ein Zertifikat? Meine auch das, was der Herr Michel, der Cliff natürlich ausgesucht hat, hat er alles richtig drin gemacht. Da habe ich natürlich in dem Moment, wo ich mehrere Werte drin habe, so ein bisschen die Volatilität, die Schwankungsanfälligkeit der Einzelaktie ausgeblendet. Also von daher sicherlich ein positives Thema. Und dann kurz noch zu einer Aktie vom Börsenspiel und zwar Square. Der Stefan Kreuder schreibt, Square halte ich auch für interessant. Frage, warum Square und nicht Klassiker, Mastercard oder Visa? Ja, das ist die Frage. Natürlich versucht man da auch eine Nische zu besetzen. Der Wachstumstreiber von Square ist ja die Cash App. Ja? Also, und da hat man ja jetzt sogar zugekauft. Ja? Und zwar will man künftig sogar ermöglichen, über diese App die eigene Steuererklärung zu machen. Also Kryptowährungen handeln, das ist ja der Umsatztreiber aktuell überhaupt dort. Also da will man sicherlich natürlich den Großen auch ein bisschen ein Schnippchen schlagen und wie gesagt, Nischen besetzen, die andere vielleicht nicht haben. Wie gesagt, hochspannendes Unternehmen. Eine letzte Frage nehme ich noch rein und zwar von der Nadine und sie fragt, warum Fashionette und nicht Global Fashion Group? Da sind wir die falschen Ansprechpartner. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, das ist natürlich eine Entscheidung der Börsenspielteilnehmer, muss man sagen. Ja gut, man hat sich ja aus den Gründen, haben wir ja gehört, zu Fashionette heute entschieden. Darf ich mich nochmal einschalten hier aus dem Der Jens Kaster ist noch im Hintergrund, vielleicht kann er es nochmal antworten. Ja, ganz einfach. Die Global Fashion Group ist ja schon fantastisch gelaufen und die Fashionette eben nicht. Also die gibt es noch zum Ausgabepreis, wenn die Global Fashion Group überhaupt, glaube ich, die beste Hardax-Aktie in diesem Jahr war. Die hat irgendwas um die 300% gemacht und ja, wir wären auch mit der Hälfte bei Fashionette schon zufrieden. Ja, das gibt es nur auf YouTube. Danke. Da sind die Börsenspielteilnehmer bis zum Schluss dabei, auch noch in der Zoom-Konferenz, damit sie da einschreiben können. Ja, müssen wir noch ein bisschen Werbung machen oder hast du noch Fragen, Nicole? Ich sammle die soweit und dann würde ich sagen, besprechen wir die dann morgen im Video. Super. Es waren schon interessante dabei, aber das machen wir dann morgen. Gut. Genau. Wir dürfen noch ein bisschen Werbung machen. Alle die, die dich auf Instagram natürlich begleiten wollen, die teilnehmen wollen am großen Adventsspiel, die finden dich ja unter Nicoles_Aktienlust. Da kann man dann auch dementsprechend den ein oder anderen Gewinn aus dem natürlich Kalender herausziehen. Oder natürlich auch bei uns direkt auf dem YouTube-Channel auf Aktienlust. Ja. Gar kein Thema. Ja, jetzt gibt es noch den Hinweis auf die nächste Sendung. Nächste Woche Donnerstag, also diesmal nur eine Woche zwischen den Live-Sendungen. Und dann natürlich haben wir natürlich auch noch unser Webinar am Samstag für die Clubmitglieder, die jetzt zuschauen. Natürlich spannend, wenn Mick und ich unsere 10 Favoriten für 2021 vorstellen werden. Ich glaube, das wird auch ein spannendes Thema. Ja, da haben wir tief recherchiert, um diese 10 Werte halt eben auch zusammenzukriegen. Und das wird eine hochspannende Angelegenheit, ist aber halt eben auch nur eine Veranstaltung für die Clubmitglieder, also alle die, die da am Samstag um 11 Uhr geht's los, nochmal teilnehmen wollen, die können natürlich noch auf die Schnelle Clubmitglied werden. Wir haben ja momentan sogar ein Angebot dazu. Jawohl, wir haben ein Angebot. Können Sie auf unserem YouTube-Channel, da gibt es Videos auch dazu, wo Sie das noch daran teilnehmen können, das wahrnehmen können. Kann ich wirklich empfehlen. Da gibt es auch viele, viele Testimonials derer, die das schon nutzen, sollten sich wirklich mal näher anschauen. Dann bleibt uns noch Dankeschön zu sagen. War wieder ein kurzweiliger Abend. Wie gesagt, nächsten Donnerstag geht es weiter dann hier beim Börsenspiel. Und bis dahin hoffe ich auch, dass wir den Kolja wieder ausfindig machen. In diesem Sinne, die Leitung wieder steht, ja. Einen schönen Abend euch allen. Ja, Dankeschön. Passen Sie schön auf sich auf. Bleiben Sie natürlich gesund, aber auf jeden Fall munter. Diese Sendung wurde präsentiert von aktienlust.tv. Wir
machen Lust auf Aktien. Ja, Glückwunsch, Jens Kastner. Also, ich kann nur sagen, ich bin in dem Spiel, weil ich habe in die Aktien investiert. Privat. Ja, finde ich toll.